Nun aber zum inhaltlichen Teil der heutigen Veranstaltung. Ja, Anlass waren natürlich die Wahlen am 24. November im vergangenen Jahr. Es wird heute auch zum Teil ein bisschen Thema sein. Wir wollen aber uns nicht da total drauf versteifen, sondern irgendwie die Diskussion und die Problemlagen ein bisschen breiter anlegen. Zum Beispiel, also wie die Bedeutung des Neoliberalismus vor und auch nach des Putsches 2009 gegen Manuel Zelaya sich implementiert hat, was für Auswirkungen er hat, die Rolle der EU in Honduras, aber generell auch in Lateinamerika ganz allgemein und natürlich des Assoziierungsabkommens. Und wir werden auch was über das Landgrabbing und Greengrabbing sowie den Extraktivismus in Honduras hören. Darf ich jetzt kurz das Podium vorstellen? Neben mir sitzt Gabi Küpper, sie ist Lateinamerika-Referentin der Grünen im Europaparlament und war Mitglied der Wahlbeobachtungsdelegation des Europaparlaments. Dann Andres Schmidt, er arbeitet beim Ökumenischen Büro München und bei der Arbeitsgruppe Honduras-Delegation und war Mitglied der Menschenrechtsdelegation zur Wahl im November. Und Magdalena Heuwieser, die ebenfalls Mitglied der Honduras-Delegation ist, ebenso von AgrarTAC sowie Finance and Trade Watch und sie hat gerade ihre Diplomarbeit zu dem Thema auf der IE verfasst. Ja, es werden alle drei so maximalst 20 Minuten einen kurzen Beitrag machen mit auch Foto und ich weiß nicht, vielleicht auch Videounterstützung. Und im Anschluss bleibt uns dann hoffentlich noch genug Zeit für Diskussion, wo wir auch natürlich euch dazu auffordern, ja, mitzudiskutieren. Gut, Andres, ich fange mit dir an. Könntest du uns kurz einen Überblick jetzt ganz allgemein zu den jüngsten Ereignissen in Honduras geben, dem Putsch, dem Widerstand, den Wahlen und eurer Delegationsreise? Welche Bedeutungen siehst du jetzt hinter dem Wahlergebnis langfristig für Honduras? Und wie wird auch die Rolle der Libre als Oppositionspartei jetzt dann längerfristig ausschauen? Auch vielen Dank an Sie, dass Sie heute Abend hier sind. Und genau, ich möchte gern, ich mache den Einstieg und fange ein bisschen, vielleicht für diejenigen unter Ihnen, euch, die sich da mit dem Ländchen in Zentralamerika noch nicht so eingehend befasst haben und das vielleicht nur so aus Schlagwörtern, die so in den letzten 4-5 Jahren durch die Medien kamen, nebenher gehört haben, noch ein paar so Grundlageninformationen bieten. Darunter diese hier, also da sieht man schon mal so ungefähr, wo das in Zentralamerika situiert ist, relativ zentral. Und das ist ein Land von der Ausdehnung Österreichs, habe ich gerade heute gelernt. Und hat 8 Millionen Einwohner, das deckt sich auch ungefähr mit Österreich, kann das sein? Und von denen arbeiten allerdings 1,5 Millionen im Ausland. Das ist auch so die größte Devisenquelle von Honduras, sind tatsächlich die Auslandsüberweisungen von Familienmitgliedern, die speziell in den USA, aber auch in etwas reicheren Nachbarländern und in Spanien arbeiten. Ja, Honduras ist in Zentralamerika so das zweitärmste Land nach Nicaragua oder da, ja, da der Abstand schwindet wohl. Was jetzt so das, die gängigen Messmethoden da betrifft, mit größeren, also mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Armut lebend und ist vor allen Dingen charakterisiert durch, oder da ist es damit auch berühmt geworden mit der extrem hohen Mordrate, also der ganz, ganz starken Kriminalität und also die Mordrate ist mit Abstand weltweit die höchste in Ländern, wo kein Krieg herrscht. Das ist vor allem bedingt durch eine grassierende Alltagskriminalität und eine Fokusposition im Drogenhandel von Südamerika nach USA, wo halt gesagt wird, 80% oder 90% des in den USA konsumierten Kokains wird durch Honduras gehandelt. Und da ist halt eben eine starke Quelle dieser Gewalt. Eine andere sind Jugendbanden, die es auch bevor Honduras in den Fokus dieser Drogenroute gerückt ist, schon gab. Und vor allen Dingen eine ganz extreme,
eine ganz extreme soziale Ungleichheit. Und dieses Land ist sehr, sehr traditionell strukturiert und der Terminus Bananenrepublik ist auch einer der in Honduras, wo Honduras das beste Beispiel für war, links in vergangenen Jahrzehnten, so in der Mitte des letzten Jahrhunderts. Zurzeit ist Honduras gar nicht mehr so stark von diesen Bananenkonzerninteressen geprägt. Die Oligarchie in Honduras selbst, also lokale Großgrundbesitzer, sind eigentlich diejenigen, die dieses Land ganz extrem dominieren. Und wenn soziale Ungleichheit gemeint ist, dann sind das auch diejenigen, die auf der einen Seite dieser sehr, sehr ungleich stehenden Wippe sitzen. Und es handelt sich da um eine Anzahl so von ungefähr 12 Großgrundbesitzerfamilien, die unter sich den Reichtum dieses Landes aufteilen. Und das handelt sich dabei nicht nur um die besten Agrarflächen, sondern auch um vieles mehr, zum Beispiel um die beiden traditionellen Parteien, die Liberalen, die Konservativen oder Liberalen und Nationalen, um den gesamten Staatsapparat, um Einfluss auf Militär, auf Polizei, auf die Gerichte und auch vor allen Dingen auf die Medien, die halt fast gänzlich in der Hand dieser Unternehmer, Großgrundbesitzer sind und entsprechend auch deren Interessen vertreten. Und so ist es halt ungeheuer, also die Schieflage ist nicht nur eine soziale, sondern halt eben auch eine politische, eine der Machtverteilung. Und die Bevölkerung hat in Honduras lange, lange Zeit eben da auch relativ stillgehalten. Das hat mit der Geschichte zu tun, die dieses Land im Vergleich zu den Nachbarländern hatte. Es gab da in den 60er Jahren eine Landreform, die dazu da war, Guerillabewegungen im Keim zu verunmöglichen. Das führe ich jetzt nicht allzu lange aus. Die Lage in Honduras war eigentlich eine von erstmal historisch eine Befriedung von sozialen Konflikten in den 50er, 60er Jahren und hat sich erst später, in den folgenden Jahrzehnten, speziell in den 80er, 90ern und in den letzten Jahren, in so eine extreme soziale Ungleichheit verschärft. Und damit liegt es im starken Gegensatz zu Nicaragua, wo die Tendenz ja eigentlich eine umgekehrte war, dass halt in den 70er Jahren eine Diktatur ja besiegt wurde, in Salvador ganz ähnlich, vielleicht mit weniger Erfolg. Und in Honduras hat sich eigentlich diese Ungleichheit eben halt erst in den letzten Jahrzehnten so stark rauskristallisiert. Dass es dann halt eben zu der Wahl von Manuel Zelaya kam im Jahr 2007. Jetzt können wir hier mit den Fotos mal einsteigen. Genau, dieser Herr Manuel Zelaya ist also Angehöriger einer der beiden traditionellen Parteien gewesen, die diese Großgrundbesitzerinteressen vertreten, der liberalen Partei, und hat sich für alle sehr erstaunlich dann halt eben auf seinem Weg durch diese gut drei Jahre Präsidentschaft, die er hatte, von einem ganz normalen Sohn auch eines anderen Großgrundbesitzers zu einem linksliberalen Reformer gewandelt und hat sich dem linken Staatenbündnis ALBA, das von Venezuela und Kuba dominiert wird, in Lateinamerika angeschlossen und eine ganze Reihe sozialer Reformen gemacht, die in Honduras vorher überhaupt nicht denkbar waren. Überhaupt. Also die Art, mit der er regiert hat, war schon sehr stark, eben auf die Bevölkerung zuzugehen, sich auch ganz, ganz stark und ganz offensiv gegen diese Großgrundbesitzerschicht zu stellen, die das Land halt eben bis dahin quasi als ihr Eigentum betrachtet hatte. Und sich damit halt eben auch den Putsch dann einzuhandeln am 28. Juni 2009. Das ist mittlerweile schon so lange her, dass ich da die Details auch mal ein bisschen aussparen möchte, sonst komme ich mit meiner Redezeit nicht hin. Dieser Putsch hatte eine ungeheure Massenmobilisierung zur Folge. Die Leute, die sich dieser Bewegung angeschlossen haben, waren durchaus nicht nur jetzt die Ärmsten der Armen, sondern es war eine sehr, sehr breite Bewegung durch sämtliche Schichten der Bevölkerung, jetzt vielleicht mit Ausnahme der Großgrundbesitzer, die sich da halt auf die Straße begeben haben zu Mobilisierungen, die Honduras bis dahin in seiner Geschichte noch nicht gesehen hatte, die neben ihrer Größe aber auch eben durch ganz starke Repression charakterisiert waren. Das ist hier auf dem Bild, sieht es sehr friedlich aus und schön, und solche Demonstrationen sind über Wochen hinweg dann im Sommer 2009 täglich passiert. Und es gab dann aber auch eben etliche Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel Leute, die bei Demonstrationen verhaftet wurden und deren Leichen dann Tage später am Straßenrand gefunden wurden. Und das halt vor allen Dingen durch Polizei und Militär, also durchaus
Kräfte, denen man so, also wo die, die sich ja durch diese Putschisten haben sehr, sehr stark auch funktionalisieren lassen und da den Putsch auch mitgetragen. Hier diese Wand veranschaulicht ein bisschen wie die Diversität, diese Bewegung. Da kann man Inschriften sehen und Tegucigalpa sieht auch heute noch im Zentrum ungefähr so aus. Also die Wände werden sehr stark benutzt als als Publikationsmedium und hier haben wir halt verschiedene ganz weit links stehende traditionelle kommunistische Bewegungen, aber auch zum Beispiel FEMS ist eine Schülerinitiative, die Maestros con Dignidad sind natürlich organisierte Lehrer, auch sehr stark. COPIN, eine indigene Organisation, Revolution Agraria ganz links, da geht es halt eben um die diversen Landkonflikte, von denen hier in der Veranstaltung auch später noch die Rede sein wird. Und die Bewegung ist auch noch weitaus größer. Es gingen zum Beispiel auch Richter auf die Straße, Anwälte, die sich jeweils organisierten, Künstler, Leute aus der sexuellen Diversität, wie es in Honduras heißt, also Schwule, Lesben, Transgender. Die Frauenbewegung war auch ganz stark organisiert und die haben sich dann alle auch sehr stark und schnell zusammengefunden zu einer einzigen großen Organisation, der Frente Nacional de Resistencia Popular. Und diese Organisation hat tatsächlich in Honduras geschafft, ein bisschen die Machtfrage zu stellen und durch diese riesigen Mobilisierungen und aber auch durch eine ganze Reihe lokale Konflikte, regionale Konflikte, in denen sich halt eben organisierte Kleinbauern, vor allen Dingen Indigenas, Lehrerinnen, diesem Putschregime entgegengestellt haben und auch über den akute Phase des Putsches hinaus organisiert geblieben sind als große schichtenübergreifende Massenbewegung. Der Putsch wurde dann offiziell beendet mit der Wahl des Herrn, den wir vorhin in einem ganz kleinen Bild gesehen haben, Porfirio Lobo. Das war also 4 Monate später im November, kam er durch eine sehr, sehr zweifelhafte Wahl an die Macht und hat dann halt eben bis zur letzten Wahl im letzten November das Land regiert mit, wie er das nannte, einer Regierung der Versöhnung. Wo er dann also zumindest den Diskurs gefahren hat, der Putsch sei nun vorbei und wir gingen also nun wieder zusammen vorwärts und das Zusammen hat sich aber halt in keinster Weise bewahrheitet, was mittlerweile auch Leute, die dem Lobo zu Anfang noch gewogen waren, bestätigen. Also die Menschenrechtsverletzungen gehen mittlerweile nicht mehr von der Polizei aus und vom Militär in dieser krassen Form, wie ich es gerade geschildert habe, sondern die werden von Paramilitärs und bezahlten Killern durchgeführt. Also es gibt nach wie vor zig politische Morde. In seiner Legislaturperiode waren es auch mehr als 100. Vor allen Dingen wichtige Persönlichkeiten, Führungsfiguren der Linken, Journalisten, Anwälte, Menschenrechtsverteidigerinnen, die halt eben da auf Todeslisten stehen und straffrei umgebracht werden. Also sämtliche politischen Morde seit dem Putsch sind in Honduras. Davon ist kein einziger aufgeklärt oder gar verurteilt worden. Was die Polizei und das Militär jetzt nicht von Vorwürfen seitens der Menschenrechtsverteidiger in Honduras oder auch weltweit international entlastet, denn die Militarisierung und die Polizeipräsenz und der Druck, der auf die Bevölkerung ausgeübt wird durch diese beiden bewaffneten Gruppen, der ist nach wie vor sehr stark und unter dem Vorwand oder unter auch dem berechtigten oder glaubhaften Argument der Notwendigkeit, die Kriminalität und diese horrende Mordrate einzudämmen, wird halt diese Antwort gesucht. Nicht nur von Porfirio Lobo, sondern auch von dem jetzt gewählten Nachfolger Juan Orlando. Ja, wie gesagt, das ist noch ein bisschen hier, also auch auf Demonstrationen eben eine sehr starke Einschüchterungspolitik. Es ist immer sehr, sehr, sehr gefährlich in Honduras, seine politische Meinung kundzutun, sich zu organisieren. Jeder, der das macht, weiß, dass er sein Leben damit auch riskiert. Unterdessen, neoliberale Projekte haben es zu dieser Legislaturperiode von Lobo sehr einfach gehabt. Das war unter Zelaya nicht so. Der Zelaya hat schon einen Kurs gefahren, der jetzt nicht durch jetzt eine Politik wie Chavez oder so, jetzt wir verstaatlichen alles oder so, charakterisiert war, sondern eine ganz eher sozialdemokratische Politik, aber halt eben auch nicht dieser Kurs, tatsächlich das ganze Land und sämtliche Ressourcen, der auf dem internationalen Markt feilzubieten und zu versuchen, auf Kosten der Bevölkerung alles zu veräußern, was Devisen oder Geld reinbringt, oder vor allen Dingen eben auch Elitengeld reinbringt. Dieses Schild hier steht vor einem Strand, der mittlerweile ein Tourismusprojekt ist, der aber von
von Garifunas, also auch einer Sorte von einer Ethnie, die in diese Küstenstreifen da in der Karibik bewohnt, eigentlich benutzt wurde. Und da hat es natürlich auch entsprechende Konflikte gegeben. Und diese Sorte von regionalen Konflikten, die wirst du dann nachher, glaube ich, noch ein bisschen ausführlicher schildern. Unter der Präsidentschaft Lobos hatten also solche neoliberalen Projekte, seien es Minen, seien es Staudämme, sehr starken Rückenwind. Jetzt noch ein paar Worte zu dieser Widerstandsbewegung, die halt für sich irgendwie eine phänomenale Angelegenheit ist, in so sehr kurzer Zeit und von ganz wenig Ausgangsbasis zu so einer sehr, sehr großen Bewegung zu werden. Und ein Faktor, der dabei geholfen hat, war, dass Leute angefangen haben, Medien zu gründen, also zum Beispiel kommunale Radiosender. Das geht mit relativ wenig Geld. Diese beiden gehören zu einem Sender, der ist an der Pazifikküste situiert, auch eine Gegend, wo so ein Landkonflikt eben sehr stark ist. Und die haben dann eben so ein Radio gegründet und mit ganz, ganz wenig Mitteln geschafft, ein mediales Gegengewicht und damit auch überhaupt erst eine Möglichkeit der Bevölkerung, sich untereinander auszutauschen, zu schaffen. Und diese Radios sind sehr lebendig, es gibt ziemlich viele davon. Und die sind sozusagen wissen die Antwort auf dieses Unternehmerradio und Fernsehtum, was es in Honduras halt traditionell gibt. Also sämtliche großen Sender, bis auf einen mittlerweile, sind in den Händen halt eben dieser Oligarchie. Dann eine andere Organisation, die halt sehr von sich reden gemacht hat, ist diese hier, da werden wir auch gleich noch mehr von hören, Copin, eine indigene Organisation, die auch international bekannt wurde durch einen ganz, ganz, ganz fortschrittlichen Ansatz, der nicht nur halt eben die Interessen von Indigenas, die ja vielleicht eher als traditionell konnotiert sind, einbaut, sondern halt eben auch einen antirassistischen, antipatriarchalen und antiimperialistischen Ansatz hat und der Widerstandsbewegung auch diese ideologische Orientierung oder diesen Ideenreichtum, der da halt eben sehr stark ist, auch ein bisschen mitgeben konnte. Diese Frau Berta Cáceres, von der wird auch gleich noch die Rede sein. Jetzt noch ein bisschen zu der Geschichte dieser Partei, die dann tatsächlich bei den Wahlen 2013 im November zur Wahl angetreten ist. Das gab einen größeren Konflikt in der Bewegung, wie aus einer Bewegung eine Partei wird. Hier ist so eine Zwischenstelle, da waren wir auch in Honduras zu der Zeit, 2011. Da wurde aus der Bewegung offiziell der parlamentarische Arm, Libertad y Refundación, ist der parlamentarische Arm offiziell der Frente, also dieser großen Bürgerbewegung. Und als solcher jetzt soll er diese Bürgerbewegung, dieses außerparlamentarisch nicht ersetzen, sondern er soll halt einen weiteren Weg eröffnen, um die Machtfrage zu stellen. Das war auf diesem Kongress hier sehr umstritten. Es hat ein Drittel der Delegierten gegeben, die gesagt haben, das kann auf keinen Fall funktionieren. Honduras ist keine Demokratie. Es gibt zwei Parteien, die wechseln sich an der Macht ab und es ist den Oligarchen, die an der Macht wirklich sind, relativ egal, welche Partei gerade die Präsidentschaft ausübt, weil deren Interessen sowieso immer befolgt werden. Und Oligarchie, die sich das geleistet hat, einen Putsch gegen den Präsidenten Zelaya durchzuführen, wird jetzt die Bürgerbewegung auf keinen Fall durch Wahlen an die Macht lassen. Dazu ist die Kontrolle über das Wahlsystem, über den ganzen Staatsapparat einfach viel zu groß. Und das war also ein Grund für ein Drittel der Leute, die in der Bewegung organisiert waren, zu sagen, wir beteiligen uns an der Parteigründung nicht. Und die anderen zwei Drittel haben gesagt, ja, wir versuchen es. Darunter war eben auch Mel Zelaya und seine Frau Xiomara Castro, die dann halt eben als Präsidentschaftskandidatin angetreten ist. Und aber auch eine ganze Reihe Parteimitglieder aus der liberalen Partei, die mit Manuel Zelaya, der ja, wir erinnern uns, ursprünglich Liberaler war, mit ihm ausgetreten sind und jetzt als langgediente Politprofis auch angefangen haben, diese Partei doch stark auch zu dominieren mit relativ traditionellen Ansätzen von, wie man Politik machen soll. Der Wahlkampf hat trotzdem stattgefunden. Auf die Europäische Union würde ich dann vielleicht später noch zu sprechen kommen und deren Rolle, die sie während der ganzen Zeit und auch jetzt noch in Honduras spielt. Aber hier der Wahlkampf.
Da sehe ich 5 Minuten, das kommt auch sehr gut hin. Hier erscheint es nicht so deutlich, also es sind eine Vielzahl von Parteien angetreten, 9 verschiedene Parteien. Der Wahlkampf war sehr lebendig, könnte man es vielleicht nennen, und ist aber auch klar zu sehen, die nationale Partei, also die Partei von Lobo und von dem jetzigen gewählten Präsidenten Orlando, hat das stark dominiert. Das sind die Plakate, die auf dem hier ganz unten zu sehen sind, das blaue und auch der mit dem Fußball. Die hatten 66%, so hat die Delegation der Europäischen Union, glaube ich, gezählt, 66% der Wahlplakate, die in Tegucigalpa zu sehen waren, sind von dieser Partei gewesen. Und die Ressourcen, die sie dafür hatten, ist da breit kritisiert worden, wo die wohl herkamen. Der Wahlkampf, das wäre nun noch harmlos, also weniger harmlos ist eine andere Form von Wahlkampf oder von Politik, um diese Macht zu verteidigen, die besteht im Mord an Kandidaten. Und da hat es 38 gegeben, hat eine kanadische Menschenrechtsorganisation recherchiert. Und von diesen 38 waren über die Hälfte von der Partei Libre. Das ist also eine Form, Politik zu machen. Also wie gesagt, alles straffrei. Man kann nur durchaus Leute umbringen, politisch oder unpolitisch, und wird keine Strafverfolgung zu befürchten haben, weil die, naja, aus Gründen, über die auch gestritten wird. Das sind sehr, sehr schwierige Ausgangsbedingungen erstmal. Also die ganzen Medien nicht zu haben, also jetzt für die Partei Libre, die ganzen Medien nicht zu haben, unter diesem Druck zu stehen, dass man, wenn man sich da organisiert, sein Leben riskiert und auch finanziell halt wesentlich weniger Ressourcen zur Verfügung zu haben, um so einen Wahlkampf zu führen. Nichtsdestotrotz hat Libre in den Umfragen recht gut gelegen. In fast allen waren sie in den letzten Dreivierteljahr als Sieger vorausgesagt. Und insofern ist es verblüffend gewesen für viele, für die Libre auch wohl selber, wie die Wahl ausgegangen ist. Da kommen wir dann ins Spiel. Also wir hatten hier tatsächlich mit der Honduras-Delegation dieser Gruppe, der wir beide angehören, also in der deutschsprachigen Arbeitsgruppe zur Menschenrechtsarbeit und Solidarität zu Honduras, hatten wir, das war dann schon die 4. Delegation organisiert. Also seit 2010 machen wir das, dass wir halt eben mit einer Gruppe von 6 bis 10 Leuten da jährlich hinfahren und die sozialen Bewegungen treffen, die Menschenrechtsorganisationen auch treffen und auch Politiker treffen, ein bisschen auch journalistische Recherche machen. Und in dem Fall hatten wir uns halt eben als eine Menschenrechtsdelegation zum Zeitraum der Wahl dort angekündigt und durchaus keine offizielle Wahlbeobachtungsdelegation. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch die Vorgänge um die Wahl da mitverfolgt. Das hier ist eine Pressekonferenz bei COFADE, ne? Also das ist so wohl die profilierteste Menschenrechtsorganisation in Honduras, wo verschiedene Vertreter von verschiedenen internationalen Gruppen, die sich bei COFADE als Beobachtungsdelegationen gemeldet haben, sich zu Wort melden und über ihre Wahlbeobachtungsergebnisse berichten. Da nehmen wir dann auch teil. Und ich möchte kurz schildern, irgendwie, was wir da jetzt am Wahltag selber beobachten konnten. Wir waren in der Gemeinde, die war für ihren Drogenhandel recht bekannt, so im mittleren Norden. Und San Esteban heißt die. Und diese jungen Frauen hier mit den weißen T-Shirts, die sind Parteigängerinnen oder Parteiaktive der nationalen Partei. Und die klären sämtliche Leute, die zur Wahlurne gehen, darüber auf, wie gewählt werden soll. Man kann die eine ganz links sehen, die so ein paar Stimmzettel in der Hand hat, die den Leuten also erklärt, wie sie das zu machen haben. Und die stehen also unmittelbar vor dem Tor, wo es zum Wahllokal geht. Und hier auf dem Stimmzettel sieht man, dass die halt den Kandidaten, für den man wählen soll, schon eingedruckt haben. Also so erklären die dann halt, wie gewählt werden soll. Und das ist aber nun auch noch eine ganz harmlose Form. Das ist halt die wir jetzt nun direkt vor Augen hatten, wie da alle Register gezogen wurden, diese Wahl zu gewinnen. In anderen Gemeinden wurden Stimmen gekauft. Da kamen wir an und es
Es kamen Leute und die haben gesagt, ja, ich habe hier 5 Stimmen, ich verkaufe meine Stimme für 50 Lempira, das ist 2 Euro oder so. Und die sind also ungefragt auf unser Auto zugekommen, obwohl da gar kein Parteischild dran war. Wir waren halt eben als Beobachtung da und hatten gar kein Schild an unserem Auto. Und die sind also ungefragt auf uns zu und haben ihre Stimmen feilgeboten quasi. Sie waren es also wohl schon gewöhnt, sich da meistbietend zu veräußern. Und ein krasserer Faktor war wohl noch das Kaufen von Sitzen innerhalb des Wahllokals. Da haben jede von diesen 9 kandidierenden Parteien oder 8 hat da so einen Sitz als Wahlhelfer und von den Parteien waren 4 große mit Chancen und 4 kleine ohne Chancen oder mit ganz, ganz geringen Stimmzahlen und die Vertreter der Kleinen, also die ihre Sitzanrechte dort hatten, haben das an die meistens nationale Partei veräußert. Das hat auch flächendeckend stattgefunden und alle diese vorhin gezeigten Beobachtungsdelegationen waren da einheitlich drin, also solche Fälle beobachtet zu haben. Nichtsdestotrotz wurde die Wahl mit relativ großem Abstand verloren. Und irgendwo habe ich es aufgeschrieben, wie ich viel sitze. Naja, doch, ich will es mal kurz erzählen. Die nationale Partei hat 49 Parlamentssitze und den Präsidenten natürlich. Liberale Partei, also die, wo Celaya vorher Mitglied war, hat 37, 27. Libre ist zweitstärkste Fraktion mit 37. Und dann gibt es noch eine Partei gegen die Korruption, PAC. Die ist auch neu gestartet mit 13 Sitzen. Die beiden traditionellen Parteien haben nach wie vor, wenn man das jetzt irgendwie auf Mehrheiten zählt, neue und traditionelle haben die traditionellen Parteien immer noch eine gute Mehrheit und können die Politik auch im Parlament bestimmen, aber wohl nicht mehr so einfach wie zuvor, denn sie haben dann schon doch noch eine ganz schön starke parlamentarische Opposition, von der sich halt erweisen muss, wie viel Chance die hat. Gegen halt eben nicht nur, da ist es ja nicht, man darf sich das ja nicht so vorstellen, irgendwie da wird dann abgestimmt und dann entscheiden die Mehrheiten, sondern Politik wird in Honduras mit politischen Morden gemacht, mit Medienkampagnen, mit Korruption, mit dem Einsatz von Polizei, mit Straflosigkeit, das geht alles viel weiter. Und das, die Chance, irgendwie dort Politik zu machen mit der Wahl, nun wie sie ausgegangen ist, die ist kleiner als diese Wahlergebnisse das vielleicht vermuten lassen. Und das soll ich zum Schluss kommen. Es war sehr hart umkämpft, irgendwie, wie dieses Wahlergebnis aufgenommen wird. Das haben 3 Parteien zu Anfang gesagt, wir zweifeln das Ergebnis an. Bis Mitte Dezember, also 3 Wochen nach der Wahl, hatte der oberste Wahlrat sämtliche Einwendungen aber abgelehnt. Und das Ergebnis bleibt nun so stehen, wie ich es gerade geschildert habe. Und die Libre hat nun gesagt, okay, wir werden nun weitergehen und machen halt eben eine Verknüpfung von parlamentarischer und außerparlamentarischer Opposition, aktivieren die Frente wieder, diese Bürgerbewegung, die es nach wie vor auf dem Papier ja gab und die jetzt also laut Libre wieder ein bisschen mehr in Schwung kommen soll. Auf der Gegenseite ist auch zu beobachten, es werden noch schnell einzelne Gesetze, die größere Mehrheiten brauchen, durchgewunken, zum Beispiel zur Privatisierung der noch bestehenden staatlichen Telekommunikationsstruktur und auch zur Konzessionierung von der Exploration von Ölvorkommen von der honduranischen Küste an die britische Firma British Gas. So, damit schließe ich erstmal. Danke, Andres, für die doch sehr gute, detailreiche Einführung. Gabriele, wie ist nun die Position der EU in diesem Prozess insgesamt einzuschätzen? Also welchen Einfluss, welche Interessen hat die EU generell in Honduras oder allgemeiner in Lateinamerika und wie ist vor allem das geplante Assoziierungsabkommen in diesem ganzen Rahmen zu verorten? Welche Rolle spielt das? Bitte. Gut, wahrscheinlich sind jetzt alle erstmal sehr deprimiert, auch mit Recht. Ich versuche ein bisschen Leben noch mal reinzubringen, damit nicht alle nur noch denken, es geht überhaupt nicht mehr weiter. Ich sage am Anfang einfach, ich bin froh, dass ich endlich mal wieder in Wien bin, auch wenn ich insgesamt nicht mehr als, weit weniger als 24 Stunden hier bin. Ich bin aber gern gekommen, weil das Thema Honduras mich schon seit sehr langer Zeit gepackt hat.
Und ich das Glück hatte, mitzufahren mit einer Parlamentsdelegation nach Honduras und auch bei der Vorsitzenden der Wahlbeobachtungsmission insgesamt der EU auch dabei sein konnte. Die Vorsitzende war die Ulrike Lunacek, die wahrscheinlich einige von euch kennen. Die parlamentarische Delegation war nicht nach meinem Geschmack. War eine grüne Abgeordnete dabei und ansonsten vier Christdemokraten oder noch rechter Stehende aus der sogenannten EPP oder EVP auf Deutsch, Fraktion Europäische Volkspartei, davon ein Pole und drei Spanier, deren Interesse nicht daran lag, dass Libre gewann. Ich selber bin Mitarbeiterin der Grünen-Fraktion zu Lateinamerika und zu internationalem Handel. Das heißt, ich kann deswegen auch zu beiden Themen was sagen, zum Assoziationsabkommen und zu den Wahlen. Mein zweites Standbein ist die ILA, Informationsstelle Lateinamerika. Ich habe leider kein aktuelles Heft dabei, sieht ungefähr so aus. Also ihr habt das Konkurrenzunternehmen da. Konkurrenz ist vielleicht das falsche Wort. Wir kooperieren ziemlich viel, deswegen war ich auch manchmal schon hier gewesen. Schwesterunternehmen. Da ist das. Ja, wunderbar, klasse. Ja, das ist die letzte. Da ist auch ein Artikel von mir drin. Der heißt der ist auch in Latinorama erschienen und da heißt er, betrogen wurde vorher. Und damit habe ich in etwa auch schon gesagt, was ich von den Wahlen halte. Warum ist Honduras für mich interessant? Eigentlich ist das ja so ein bisschen der blinde Fleck gewesen in Zentralamerika, als in den anderen Ländern Befreiungsbewegungen versucht haben, das Ruder rumzureißen und bitter bekämpft wurden, und zwar von Contras, die in Honduras ihr Rückzugsgebiet hatten. In Honduras selber hat es nicht mal ein Revolutionchen gegeben. Und das hat man jetzt sehr stark gemerkt. Ich habe das aber erst auf den zweiten Blick gemerkt, als ich nach Honduras ankam. Eigentlich, glaube ich, sind die meisten von uns, ihr ja auch bestimmt alle, dahin gefahren und haben gedacht, wir würden einem wirklichen Wandel beiwohnen. Wir würden den Wahlsieg von Libre feiern können. Auch wenn man das nicht so sagen durfte, wenn man von der Europäischen Union dahin fuhr, aber eigentlich haben das, glaube ich, auch die meisten der Wahlbeobachter so gedacht. Das war aber offenbar auch ein gut Stück Projektion, weil Wahlen eigentlich nicht eine Revolution ausmachen. Revolution wird auf der Straße gemacht und nicht im Wahllokal. Und auf der Straße war lange nicht so viel los, wie ich gedacht hatte. Also bis September haben alle Umfragen gesagt, Libre gewinnt, liegt weit vorne. Aber dann wurde erst die Wahlkampfmaschinerie angeschmissen und da waren die Gelder sehr, sehr ungleich verteilt. Es gibt ein Wahlgesetz, aber das Wahlgesetz sagt nicht, wie viel Geld man ausgeben darf für einen Wahlkampf. Und man braucht auch nicht offenzulegen, woher das Geld, also weder wie viel noch woher das Geld kam. Und da kann man bei einigen der Parteien nur raten und wahrscheinlich auch nicht falsch liegen, wenn man sagt, es kommt auch aus dem Drogengeld. Das war aber nicht das einzige Schlimme. Das zweite Schlimme war, dass der Kandidat der Gewinnerpartei Parlamentsvorsitzender war bis zum letzten Tag. Er hat im Prinzip auch die Geschäfte von Pepe Lobo geführt, das heißt die Geschäfte des Präsidenten, und er hat das Wahlgericht nach seinem Gutdünken besetzt. Das heißt, im Prinzip hat der gewinnende Kandidat alle drei Gewalten auf sich vereinigt. Also er hatte genug Geld, er hat alle drei Gewalten auf sich vereinigt, er hat einen super Apparat, diese nationale Partei, die sich seit 2004 im christdemokratischen Lager verortet. Wir hatten einen
Gespräch mit Pepe Lobo und er hat ganz stolz gesagt, dass er sich 2004 überlegt hat, national ist ja eigentlich keine Ideologie, wir machen jetzt Schulung und wir verorten uns im christdemokratischen Spektrum. Davor waren weder die Liberalen liberal noch die Nationalen irgendwas, sondern zwei Familienverbände, die das Land unter sich aufgeteilt haben. Und Familie heißt nicht nur Familie im Sinne von ein paar Leute plus Loyalitäts- und Geldbeziehungen, sondern tatsächlich Blutsbande. Beispielsweise nehmen wir ein konkretes Beispiel. Der Putsch ist losgegangen, als sich das Heer gewehrt hat, die sogenannte vierte Urne bei Wahlen zu verteilen. Bei der vierten Urne ging es 2009 um die Frage, wollen wir eine verfassunggebende Versammlung, also insgesamt das Land neu gründen. Da hat das Heer gesagt und der Heereskommandant Vázquez Velázquez gesagt, kommt nicht in Frage. Romero Vázquez Velázquez hat sich dann auf die Putschseite geschlagen und war maßgeblich im Putsch auch verwickelt. Er ist in seinem nicht-militärischen Leben auch Großgrundbesitzer und hat eine Agrarfirma. Und diese Agrarfirma heißt Vázquez Zelaya, weil seine Frau nämlich Zelaya Lobo heißt. Das heißt, das ist ein Beispiel und das findet man dauernd. Also die Familien hängen wirklich zusammen. Man hat das Gefühl, die machen tagsüber einen Putsch und abends treffen sie sich bei Opa, um den Geburtstag zu feiern. In dieses Land ist ein Familienunternehmen, in der es zwei Gesetze gibt, also eine Fassadendemokratie, aber wenn man in die Gesetze reinguckt, wie in zum Beispiel das Wahlgesetz, ist es so ausgeführt, dass am Ende das Niederschlagen von allen Beschwerden zu Wahlfälschungen völlig legal ist. Die haben kein Verbrechen begangen, es war legal. Und so wurden die Wahlen vorbereitet, dass sie so ausgehen, wie sie ausgegangen sind. Wir sind hingefahren mit unseren Erwartungen. Im Land selber gab es auch, aber auch sehr große Erwartungen von den Leuten, von den kleinen Leuten. Und es gab Erwartungen von der Regierung, dass die Wahlen gut verlaufen, weil nämlich diese Regierung seit 2009 ein Schmuddelkind ist auf dem internationalen Parkett. Das hat auch Pepe Lobo gesagt. Der Putsch hat uns viel gekostet. Wir sind auf dem internationalen Parkett nicht mehr gern gesehen. Wir gelten als Putschisten und das muss wieder gut gemacht werden. Die EU ihrerseits wollte auch gerne, dass 2009 ungeschehen ist oder in Vergessenheit gerät, weil man international ein möglichst breites Geflecht von Demokratien braucht. So. Ich habe schon genannt, wer jetzt der gewinnende Kandidat war, was er für Macht hatte, was er für Geld hatte und was er für eine Struktur hatte. Da kann man noch einiges mehr zu sagen. Es gab zum Beispiel einen Bono 10.000. Das sind Programme der Weltbank, die es auch in verschiedenen Ländern gibt, Lateinamerikas, die grob gesagt besagen, eine Familie, die ein Kind zur Schule schickt, kriegt Geld dafür. Das ist in Honduras, in Brasilien heißt es Bolsa Familia, es gibt da verschiedene Namen, in Honduras heißt es Bono 10.000. Die Partido Nacional hat es geschafft, die Bär zu verbreiten, dass nur, wenn Juan Orlando gewinnt, dieses Geld weiterhin ausgezahlt wird. Die anderen Parteien waren nicht in der Lage zu sagen, das stimmt nicht. Die waren zu schwach, um das durchzubringen zu lassen, oder sie hatten nicht die Medien. Dann gab es so etwas, das sich Tarjeta Cachureca nennt. Cachureca ist ein Spitzname für Honduraner. Das ist eine Art Bonuskarte, mit der man 15% billiger einkaufen gehen kann, Uni bezahlen kann und so weiter. Ja, Kataratus, Entschuldigung, ja. Aber
Ja, das hätte er schon, aber das ist nicht für die Honduraner, Entschuldigung, ja. Wenn man diese Karte bekommt, gibt man natürlich seine persönlichen Daten ab, einschließlich Telefonnummer. Damit ist man registriert, irgendwie. Die Leute, die diese Karte haben, haben wahrscheinlich auch mehrheitlich Partido Nacional gewählt. Das ist nicht verboten, sowas auszugeben, aber es ist, sollte verboten werden. Juan Orlando hatte nicht nur diese Möglichkeit, an Daten zu kommen, sondern er hatte auch einen Kumpel, dem die Elektrizitätsablesefirma des Landes gehört. Damit hatte Juan Orlando eine riesen Datenbank, die er nicht nur irgendwo zu Hause archiviert hat, sondern die er benutzt hat. Wir hatten ein Gespräch mit ihm und er hat uns eingeladen in sein Callcenter. Er hat ein Callcenter mit 400 Personen, die diese Daten fleißig benutzt haben und Leute angerufen haben, um zu sagen, Senora, haben Sie schon gewählt? Sie müssten aber jetzt mal ganz schnell in die Stadt laufen und Ihren Wahlschein abgeben. Und da kann man sich denken, für wen Sie wählen sollten. Das fand Juan Orlando völlig in Ordnung. Es ist auch völlig in Ordnung, es ist nicht verboten, aber es gibt den Wahlausgang vor. Also ist eigentlich, würde ich sagen, das Land wurde nach Gutsherrenart regiert, bis jetzt. Und so hat das auch die gewinnende Partei weitergemacht. Es war schon wunderbar, dass sie trotzdem nicht so viel zugelegt haben, wie es hätte sein können und wie ich im letzten Moment auch gefürchtet hatte. Juan Orlando selber hat am Vortag der Wahl noch gesagt, ich werde 11% mehr haben als Xiomara. Und allein am Sonntag werde ich noch 3-4% zulegen durch diese Anrufe im Callcenter. Das war ihm völlig klar. Und das haben die gemacht. So, im Programm steht, wie ist es nochmal genau hier? Thema. Das wollte ich. Ja, hat diese Regierung oder hat der Wahlausgang, zementiert dieser Wahlausgang die Zukunft, die neoliberale Zukunft von Honduras? Ist das überhaupt jetzt erst passiert? Wird erst durch Juan Orlando möglich, dass Honduras neoliberal wird? Nein. Es hat eigentlich alles hier in Wien angefangen. Wieso? Es gab ja einen EU-Lateinamerika-Gipfel 2006. Da fiel der Startschuss zur Aushandlung von einer neuen Generation von Assoziationsabkommen, einmal mit der Andengemeinschaft und einmal mit Zentralamerika. 2006. Die Verhandlungen begannen. Im Falle von der Andengemeinschaft sind Bolivien und später Ecuador ausgestiegen und rausgekommen ist ein Freihandelsabkommen mit Peru und Kolumbien. Im Falle von Zentralamerika ist niemand ausgestiegen, wohl aber ist Panama am Ende im Jahr 2010 noch eingestiegen. Es gibt noch einen weiteren Unterschied zwischen der Andengemeinschaft und Zentralamerika. Die Sprache. In welcher? Englisch. Das Abkommen mit Zentralamerika wurde auf Englisch verhandelt. Es gibt kein einziges Land in Zentralamerika, in dem Englisch Verkehrssprache ist. Belize gehört nicht dazu. Im Falle der Angemeinschaft hat Bolivien gesagt, wir wollen das alles auf Spanisch, wir wollen das auf unsere Website setzen und wollen das mit der Zivilgesellschaft diskutieren. Deswegen wurde bis zum Schluss zunächst das Andenassoziationsabkommen, später das Handelsabkommen mit Kolumbien und Peru auf Spanisch und Englisch ausgehandelt, immer in zwei Sprachen, im Falle von Zentralamerika nicht. Wir hatten manchmal Kontakt mit den
Unterhändlern. Zum Beispiel kann ich mich an ein Treffen mit den Guatemalteken erinnern. Das haben wir auf Englisch geführt, weil wir wussten, die hatten ja vorher eine Verhandlungsrunde gehabt auf Englisch und die waren nicht in der Lage, mit uns zu reden. Das heißt, die haben am Tisch gesessen, haben irgendwas zugestimmt, was sie nicht genau verstanden haben. Warum das so ist, können wir noch später sprechen. Das Abkommen ist trotzdem nicht so glimpflich bis zu einem Ende gekommen, wie die EU das gehofft hat. Es sah erstmal, ging es los, dann gab es den Putsch. Es wurde unterbrochen, aber weiter auf niedriger Flamme weiter verhandelt. In Klammern, Zelaya hat das Abkommen auch verhandelt. Es ist nicht so, dass er das nicht verhandelt hat, sondern bis 2009 saßen Zelaya-Leute mit am Tisch und haben verhandelt. Oh, jetzt werde ich ganz schnell. Das Abkommen war drauf und dran zu platzen, vor allen Dingen aufgrund von Nicaragua. Die sagten, wir geben einseitig nur alle möglichen Zugeständnisse, umgekehrt macht die EU gar nichts. 2010 2009 gingen die Verhandlungen wieder los, die waren unterbrochen nach dem Putsch. Auf niedriger Flamme gingen sie weiter. Dann Österreich schon wieder, Benita Ferrero-Waldner, die damals Kommissarin war, ist nach Zentralamerika gereist und in andere Länder und hat sich dafür eingesetzt, dass die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. Das ist ihr gelungen. Aber im April 2010, als die 9. Verhandlungsrunde in Guatemala stattfindet, sind Nicaragua und El Salvador, Guatemalteken auch, aus dem Saal marschiert. Auf der Straße standen, hatten die guatemaltekischen Bauern Kühe hingestellt und haben gesagt, hier, wir wollen nicht, dass wir mit billiger Milch aus Europa unsere Milchwirtschaft kaputt gemacht kriegen. Einen Monat später fand in Madrid ein Gipfel statt. Zapatero, der damals spanischer Präsident war, hatte gehofft, dass er doch den Abschluss des Abkommens verkünden konnte. Uns war aber klar, das gibt nichts, weil ja im April noch die 9. Runde geplatzt war. Aber der 2. Tag bricht an des Gipfels und Zapatero verkündet, the deal is done. Weil Zapatero einmal alle Präsidenten Zentralamerikas angerufen hat und gesagt hat, Leute, ich bin der letzte Sozialist in Europa. Wenn ihr wollt, dass es weiterhin eine gute freundschaftliche Politik gibt, dann müsst ihr dem zustimmen. Und Funes hat zugestimmt, obwohl drei Tage vorher die FMLN-Abgeordneten noch ein Kommuniqué rausgegeben haben, in dem sie gesagt haben, wir wollen das nicht. Damit war es passiert. Seit 2010 liegt das Abkommen vor und soll seither ratifiziert werden. Worum geht es aber eigentlich? Assoziation hört sich ja so wunderschön an. Die EU sagt doch immer, das besteht aus drei Pfeilern: politischem Dialog, Kooperation und Handel. Es gibt ein Impact Assessment, eine Studie über, was die Folgen des Abkommens sind. Und da gibt es ein Kürzel auf Englisch FVN. Das ist der Vorteil für Zentralamerika. FEN ist Fruit, Vegetables and Nuts. Also Zentralamerika wird mehr exportieren an Obst, an Gemüse und an Nüssen. Das ist der Vorteil, aber darauf haben sich jetzt die Zentralamerikaner eingelassen. Was will eigentlich die EU, wenn doch der ganze Handel mit Zentralamerika nicht mehr als 0,2% des Handels der EU ausmacht? Könnte man ja eigentlich vernachlässigen. Man könnte ja generös sein. Ist aber nicht so.
Warum? Ich würde sagen, Zölle sind unwichtig dabei, das Freihandelsabkommen. Was wichtig ist, ist die Uniformierung, die Angleichung der Gesetzgebungen. In Zukunft wird in Zentralamerika kein Land mehr eine Bankenaufsicht einrichten können. Kein Land mehr wird mal ein Gesetz machen können über Umweltverpflichtungen von Firmen, Unternehmen, die dort sich ansiedeln. Kein Land wird mehr Sozialgesetzgebung oder Arbeitsgesetzgebung mehr einführen können, ohne das vorher abzusprechen mit der EU. Es gibt keine Bankenaufsicht, es gibt ein Bankengeheimnis und es gibt in diesem Abkommen Panama. Steuerparadies. Und wenn man noch Firmen hat in Honduras, in Guatemala, in El Salvador, dann kann man intern in Konzernen Waren nominell verschieben und damit Steuer einsparen. Ich habe es heute schon mal kurz erklärt. Ich mache in einem Land Schuhe und besorge mir aus dem anderen Land von meiner Filiale Nägel und aus dem dritten Land die Ledersohlen. Leider sind die Ledersohlen aus meiner Filiale im Land X total teuer. Und das kann ich alles abschreiben und deswegen kann ich konzernintern nominell so eine kreative Buchhaltung führen, dass ich am Ende keine Steuern mehr zahlen brauche, weil ich ja überall nur Verluste habe. 60% des weltweiten Handels sind konzernintern. Konzernintern. Es wird nur nominell verschoben. Es werden nicht wirklich Waren verschoben. Und dafür braucht man flächendeckend gleiche Gesetzgebungen. Und dafür ist auch das winzige Zentralamerika wichtig. Zudem hat die EU noch bessere Bedingungen ausgehandelt als die USA. Die EU rühmt sich, dass sie ein CAFTA Plus geschafft hat. CAFTA ist das Zentralamerika-Abkommen der USA. Und CAFTA Plus heißt, EU hat es noch besser gemacht. Neben diesen 85% gibt es diese 15% Kooperation und Dialog. Die wurden aber nicht neu ausgehandelt, weil die ja schon stehen im Kooperationsabkommen von 2003. Ja? Es gibt ein PCA von 2003, lacht nicht zu früh, es kommt noch schlimmer. Das Abkommen von 2003 wurde erst 2011 von allen Staaten ratifiziert und dann verschwand es wieder in der Versenkung der Kommission und es wird gerade im Europaparlament diskutiert und möglicherweise im nächsten Monat angenommen. Und erst dann wird es in Kraft treten. Das heißt, im Moment ist der Stand von politischem Dialog und Kooperation der von 1993, während gleichzeitig seit August diesen Jahres das Assoziationsabkommen, der Handelsteil des Assoziationsabkommens schon in Kraft tritt. Also eine völlige Ungleichheit zwischen Kooperation, politischem Dialog und Handelsabkommen. Ich habe eben gesagt, August, das gilt nur für drei Länder, Panama, Honduras und Nicaragua. Im Oktober haben Salvador und Costa Rica nachgezogen und jetzt im November, Dezember Guatemala. Also jetzt ist es mit allen in Kraft. Aber nur der Handelsteil, weil der andere Teil noch ratifiziert werden muss und immer noch nicht ist. Und dann haben wir den Stand von Handel 2013 und Kooperation 2003. Im Moment 1993, also 20 Jahre Unterschied. So, ich könnte jetzt immer weitere Dönikens erzählen, aber ich mache erstmal Schluss. Und warte auf Fragen. Ich glaube, wir könnten auch noch lange zuhören. Das ist ja doch sehr aufschlussreich und spannend, was du da zur EU erzählst. Du hast es jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, den nächsten Beitrag, den wir hören, mit der Landwirtschaft und Umwelt. Magdalena, kannst du uns jetzt noch ein bisschen was erzählen, welche Auswirkungen der Putsch
und der damit zugespitzte Neoliberalismus auf die Situation der Ländereien, der Ressourcen, auf den Zugang zu Land und zu natürlichen Gemeingütern hat. Kannst du uns ein bisschen auch einführen in die Begrifflichkeiten Landgrabbing, Greengrabbing und generell den Kampf ums Land, der ja sicher nicht unberührt auch von diesen Assoziierungsabkommen bleiben wird? Genau, also es wurde eben schon immer angeschnitten. Also durch den Putsch hat er wirklich dann dieses Kräfteverhältnis, was ein bisschen im Wackeln war durch Zelaya, er hat sich wieder verfestigt, dieses neoliberale Kräfteverhältnis. Und es sind wirklich ganz viele Politiken Richtung Privatisierung, Freihandel, Investitionen anziehen und so weiter verabschiedet worden, die eben dieses neoliberale Modell nochmal zementiert haben. Und das hat eben auch ganz, ganz große Auswirkungen gehabt auf das Thema Zugang zu Land. Genau, und da will ich eben ein bisschen was dazu erzählen. Und es hat eben auch ganz stark damit zu tun, dass sich Honduras in einer politischen Krise befindet, in einer Wirtschaftskrise ganz stark. Also es hat den Putsch, der Putsch hat ganz starke wirtschaftliche Auswirkungen auch auf Honduras gehabt. Was auch zusammenhing mit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, vor allem weil Honduras die Wirtschaft von Honduras hängt sehr stark mit der US-amerikanischen Wirtschaft zum Beispiel auch zusammen und die ist ja mit der Finanzkrise ziemlich zusammengebrochen. Deswegen will ich nochmal ganz kurz auf dieses Thema Krise eingehen, auch globale Krise. Vielleicht habt ihr schon öfter auch reden hören von dem Thema multiple Krise oder Vielfachkrise von dem Begriff. Das heißt, die einzelnen Krisen, Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Energiekrise, ökologische Krise, Klimakrise, auch Hungerkrise, die in den letzten Jahren aufgetreten sind, die hängen eng miteinander zusammen und die haben auch gemeinsame Ursachen. Die liegen vor allem im Wirtschaftssystem, das auf stetem Wachstum und auf Wettbewerb ausgerichtet ist. Und gleichzeitig verschärfen auch die Bearbeitungsstrategien für gewisse Krisen, verschärfen wieder andere Krisen. Also zum Beispiel hat die Finanzkrise bewirkt, dass ganz rasch neue Anlagemöglichkeiten gefunden werden mussten für das freie, überakkumulierte Kapital. Und das hat zum Beispiel Nahrungsmittelspekulationen verschärft, hat zu Landgrabbing geführt und letztendlich die Nahrungsmittelkrise auch produziert oder verschärft. Landgrabbing ist wahrscheinlich schon vielen ein Begriff, beschreibt das in den letzten Jahren in die Höhe geschnellte, diesen Druck auf Land, die Investitionen in Land, die Aneignung von großen Ländereien, die oft mit der Enteignung, mit der Vertreibung von der dort bisher lebenden Bevölkerung einhergehen. Da hat man viel zu Afrika gehört, es findet aber auch in Lateinamerika statt, auch in Honduras. Die betroffenen Ländereien wurden meistens davor von Indigenen, von KleinbäuerInnen genutzt, haben der Subsistenz gedient, waren wichtiger Lebensraum, waren Territorium mit kollektiven Nutzungsformen, mit großer Relevanz der Commons, was ich da mit einbringen will, das Thema der Commons, also Gemeingüter, wo zum Beispiel der Fluss oder der Wald vor allem gemeinschaftlich und weniger kommerziell genutzt werden, was ganz zentral wichtig ist. Und diese Territorien sind aber nicht kommerziell nützlich, sind nicht produktiv. Und die haben durch dieses Landgrabbing wurden die sozusagen mit in diesem kapitalistischen System aufgenommen und wurden produktiv gemacht, wurden zur Nahrungsmittelproduktion, zur Agrartreibstoffproduktion vor allem oder für andere kommerzielle Nutzungsformen nutzbar gemacht. Das bekannteste Beispiel ist in Honduras Bajuaguan. Der muss einen großen Konflikt darum gibt. Das ist ein Foto von dieser Region. Das ist eine Region, wo ganz viel Palmölplantagen angebaut werden, die teilweise zur Produktion von Biodiesel und Biomasse verwertet werden. Und zwar auf Flächen, die sich vor allem der Großgrundbesitzer Miguel Facosé, der einer der wichtigsten Familienclans in Honduras ist, der hat sich die illegal angeeignet. Die haben eigentlich KleinbäuerInnen, Kleinbauern gehört.
Und die kämpfen seitdem mit Besetzungen dafür, dass das Land wieder zurückgegeben wird. Allerdings wird der Widerstand massiv unterdrückt. Über 100 ermordete Bauern und Bäuerinnen sind seitdem zu beklagen, und zwar in der Regierung von Lobo. Also seit dem Putsch hat es so stark erst zugenommen. Kommen wir nochmal zum Thema Krisen zurück. Vor allem zur Klimakrise und zur ökologischen Krise, Energiekrise. Das ist vielleicht, klingt so, als wäre das ein ganz anderes Thema, ist aber wichtig. Diese Klimakrise stellt auch für relevante Global Players eine ernstzunehmende Gefahr dar, weil die Ressourcen gehen zur Neige, fossile Energieträger, Erdöl, Gas, Kohle, können bald nur noch sehr kostspielig gewonnen werden. Also die natürlichen Grundlagen unserer Wirtschaft, unseres Wirtschaftssystems gehen zur Neige, und das führt zu Reaktionen. Allerdings nicht zu denen, die ich mir wünschen würde. Also es ist nicht dazu, dass Maßnahmen gesetzt werden, um den Energiekonsum drastisch zu reduzieren, die Waldzerstörung so gut wie möglich zu verhindern, Emissionen wirklich drastisch zu reduzieren, sondern dadurch, dass die natürlichen Grundlagen knapper werden, werden sie auch wertvoller und lösen damit den Wettlauf auf diese Natur aus. Man versucht, Profit mit der Natur zu machen. Und das läuft unter dem Namen der Green Economy. Die Green Economy wird von UNO, von Weltbank, auch vielen grünen Parteien, Unternehmen, Banken und so weiter als Lösung vorangetragen. Das sollen doch grüne Investitionen durch einen Fokus auf Naturkapital, wie es heute heißt, die Wirtschaft wieder ankurbeln. Und durch viele Programme, Förderungen etc. werden solche grüne Projekte auch in Ländern des globalen Südens vorangetrieben, auch in Honduras. Diese grünen Projekte sind aber nicht immer nur positiv, sondern bedeuten auch oft die Aneignung von Ländereien und von natürlichen Gemeingütern und die Zerstörung von indigenen Produktionsweisen, indigenen Lebensweisen, Kosmovisionen, einfach Lebensweisen, die nicht produktiv sind für unser Wirtschaftssystem. Diese grüne Form von Landgrabbing wird auch Greengrabbing genannt. Ein paar Beispiele aus Honduras. Grüne Energie einmal. In Honduras wird in den letzten Jahren der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben, vor allem seit dem Putsch. Einerseits, weil Honduras selbst in einer Energiekrise steckt, weil das Land fast komplett abhängig ist von teuren Importen von fossilen Brennstoffen. Andererseits, weil es auch internationale Förderprogramme im Rahmen der Green Economy gibt, die die perfekte Konjunktur dafür bieten. Es hat nicht nur positive Auswirkungen, dieser grüne Energieboom, weil vor allem nicht darauf geachtet wird, wie diese erneuerbaren Projekte durchgesetzt werden. Zum Beispiel Thema Staudämme. Vor allem Megastaudämme sind in den 90er Jahren weltweit in Kritik gekommen wegen ihren desaströsen sozialen und aber auch ökologischen Auswirkungen. Mit dem Green Economy Hype sind sie plötzlich wieder in geworden und werden wieder von Weltbank und Co. vorangetrieben. In Honduras sind einige Megastaudämme in Planung. Die bekanntesten drei sind die Patuca-Wasserkraftwerke, die auch sehr in Kritik sind in Honduras. Aber auch eine Vielzahl an kleinen und mittleren Staudämmen sind gerade geplant oder im Bau. Und zwar um die 130 Stück. Also das ist für ein Land, das ungefähr die Größe von Österreich hat, ist das extrem viel. Und diesen Staudammboom haben das Micheletti-Regime direkt nach dem Putsch und auch die Lobo-Regierung noch im Jahr 2009 durch Gesetzesänderungen, zum Beispiel durch die Ermöglichung von der Privatisierung der Flüsse und über eine öffentliche Ausschreibung für erneuerbare Energieprojekte ermöglicht. Und viele indigene Bewegungen in Honduras und Umweltbewegungen, soziale Bewegungen, unter anderem Kopien, kritisieren aber diese Projekte. Das ist die Berta Cáceres, die du vorher schon gezeigt hast, die Leiterin von der indigenen Organisation Kopien. Kopien sieht eine starke Bedrohung in diesen Staudämmen, dass sie bisher nur negative Erfahrungen mit ihnen gemacht haben. Sie bedeuten oft die Privatisierung der Flüsse. Der Zugang zum Fluss wird oft eingeschränkt, Subsistenzflächen werden zerstört, werden
illegitim angeeignet. Die Staudammgegnerinnen werden oft stark eingeschüchtert und kriminalisiert. Und die Versprechungen, die meistens von den Firmen gemacht werden, auf Arbeitsplätze, auf Elektrifizierung der Gemeinden, auf Schulbau und so weiter, werden nur sehr selten eingehalten. Rund 40 Stück sind allein im Lenker-Territorium geplant. 40 Staudämme werden gerade gebaut oder vor allem sind in Planung. Und der bekannteste derzeit ist der Staudamm Agua Zarca. Da sieht man ein bisschen die Baustelle von Weitem. Das ist der Fluss. Agua Zarca wird von der honduranischen Firma DESA gebaut, zusammen mit dem chinesischen Konzern Sinohydro, der inzwischen aber ausgestiegen aus dem Projekt. Der wird ohne Zustimmung der lokalen indigenen Lenkerbevölkerung durchgesetzt, versucht zu bauen. Die indigenen Völker haben aber eigentlich das Recht darauf, durch internationale Menschenrechtsverträge vorher befragt zu werden, bevor Projekte, die sie betreffen, durchgeführt werden, sind sie nicht geworden. Der Fluss, der lebensnotwendig ist für die Bewässerung der Felder zum Baden, zum Fischen, wurde abgesperrt. Kommunale Subsistenzflächen wurden illegal angeeignet und zerstört. Wichtige Wasserquellen wurden privatisiert und GegnerInnen unrechtmäßig vor Gericht gebracht und die Region militarisiert. Da die Klagen der lokalen Bevölkerung nicht gehört wurden und der honduranische Staat die illegitime Vorgehensweise der Firma mit allen Kräften unterstützt hat, haben die indigenen Gemeinden am 1. April 2013 den Zufahrtsweg zur Baustelle blockiert, haben sie eine Straßensperre gemacht, die sie auch bisher nicht freigegeben haben. Und die Proteste waren wirksam, also das Unternehmen konnte wirklich nicht mehr hin. Allerdings haben sie zur verstärkten Unterdrückung geführt, bis im Juli auch ein lokaler Staudammgegner ermordet wurde vom Militär. Da sind noch ein paar Fotos. Ich wollte jetzt noch ein ganz kurzes Video zeigen für 2 Minuten, aber ich glaube, das geht sich zeitlich gar nicht aus. Ja, auf jeden Fall der hartnäckige Widerstand und die internationale Unterstützung hat bis jetzt Erfolg gezeigt, auch bei dem Staudamm. Und zwar sind die indigenen AktivistInnen von Kupin inzwischen zumindest vorläufig freigesprochen worden. Die wurden vor Gericht gebracht, weil sie sozusagen das Unternehmen geschädigt haben und die lokale Bevölkerung aufgehetzt haben. Da konnte man ihnen keine kriminellen Tätigkeiten vorweisen. Außerdem ist Sinohydro abgesprungen vom Projekt, ebenso wie eine finanzierende Bank in Deutschland, der Konzern Void, ein Gemeinschaftsunternehmen mit Siemens, ist weiterhin beteiligt am Projekt. Liefert Firmen, hat sich noch nicht zurückgezogen, aber nächste Woche Dienstag wird ein öffentlicher Protest stattfinden bei der Aktionärsversammlung. Mal schauen, ob es was bringt und vielleicht auch mal eine positive Nachricht aus Honduras zu hören ist, dass ein Widerstand mal erfolgreich ist. Viele Staudämme, ebenso wie Mega-Windpark-Projekte, die zurzeit gebaut werden, Biomasse- oder Agrartreibstoffprojekte, sind in Honduras außerdem als sogenannte Clean Development Mechanisms, CDM, registriert. Und die verdeutlichen auch sehr gut, was sich mit dem Green Economy Bearbeitungsstrategien verdeutlichen will. Und zwar, CDM sind sogenannte Kompensationsmechanismen vom Emissionshandel. Der Emissionshandel wurde mit dem Kyoto-Protokoll geschaffen, um die Treibhausgase zu reduzieren und ist so eine typische Reaktion, nämlich anstatt gesagt zu haben, okay, wir reduzieren qualitativ die Treibhausgase, wir sagen, Unternehmen müssen Filter einbauen, müssen weniger Verpackungsmaterial, weniger Schwachsinn produzieren, müssen an Ort und Stelle reduzieren, die Emissionen, hat man gesagt. Nein, wir kreieren einen Marktmechanismus, um scheinbar kostengünstig zu reduzieren und um Handel zu betreiben mit diesen Emissionszertifikaten und letztendlich Profit machen zu können. Und
Die Emissionszertifikate, also letztlich diese CO2-Moleküle, die können verkauft, gehandelt und mit ihnen spekuliert werden. Und man kann sich von den Emissionsreduktionen auch frei kaufen, indem man eben in solche Clean Development Mechanism Projekte investiert. Das sind oft grüne Projekte in Ländern des globalen Südens, wie zum Beispiel Staudämme. Agua Zarca ist noch nicht registriert als CDM-Projekt, aber es kann immer noch kommen. Es gibt auch einen freiwilligen Emissionsmarkt, das heißt ja nicht CDM, sondern einfach ein anderer Offset. Auf jeden Fall haben sie schon die CO2-Emissionen berechnet, die sie damit reduzieren würden. Letztendlich wird aber gar nicht CO2 reduziert durch diese Projekte. Wenn man sich Honduras mal anschaut, dann wird nicht dadurch, dass ein Wasserkraftwerk gebaut wird, dadurch, dass grüne Energie produziert wird, wird nicht gleichzeitig ein fossiles Kraftwerk abgeschalten, sondern die werden gar nicht weniger, die fossilen Energieträger, sondern insgesamt wächst nur das Volumen von Energieproduktion, und zwar vor allem für den Export, für den Bau von Luxustourismusprojekten, für Shoppingcenter, auch für Bergbauprojekte, die sehr viel Energie brauchen und die auch seit dem Putsch wieder boomen. Genau. Und zweitens, diese Kraftwerke, die wären ohnehin gebaut worden, auch ohne CDM-Zahlungen, weil in Honduras es eben allein schon profitabel ist, in Wasserkraft zu investieren. Das heißt, letztendlich kann ein Unternehmen in Europa, wenn es diese CDM-Gutschriften kauft, mehr Emissionen ausstoßen, während gleichzeitig an einer anderen Stelle die Emissionen gar nicht reduziert werden. Also letztendlich hat das Kyoto-Protokoll zu mehr Treibhausgasen statt weniger geführt. Also das ist auch das, was Ende 2012, als es erstmal auslief, festgestellt wurde. Und es wird eben investiert in Projekte, die letztendlich mit sehr vielen Menschenrechtsverletzungen zu tun haben. Und wo teilweise die Leute vor Ort, die direkt daneben leben, weiterhin keinen Strom beziehen, während der Strom halt irgendwie in das zentrale Netz eingespeist wird. Also so kleine Wasserkraftwerke heißen noch lange nicht dezentrale Energieproduktion. Ich habe mir dann noch ein anderes Projekt angeschaut. Aurora 1 heißt das. Das ist schon fertig gebaut eigentlich. Und ist auch eben ein kleines Wasserkraftwerk, nur 10 Megawatt, hat aber trotzdem eine desaströse Auswirkung gehabt. Die Menschen vor Ort haben gravierende Wasserprobleme, haben weiterhin keinen Strom. Und das ist ein CDM-Projekt, eben das ist angemeldet. Auch Miguel Facusés Palmeplantagen sind übrigens ein CDM-Projekt, weil sie Biomasse produzieren. Was das Problematische daran ist? Also in Honduras gibt es bis jetzt einen Mega-Windpark, Cerro de Ula heißt der, und auch im Lenca-Territorium. Es wurde einfach überhaupt nicht die Meinung der Leute respektiert. Es wurden die Ländereien illegitim angeeignet, es wurden kommunale Gemeinwege zerstört. Die Personen haben jetzt Geräuschbelästigung, können irgendwie diese Flächen nicht mehr verwenden. Und es heißt auch eben ökologische Auswirkungen, weil ganz viele Vögel sterben dort. Aber gut, also es geht vor allem wirklich auch darum, wie das durchgesetzt wurde. Und das ist das erste Projekt, was jetzt steht, und es sollen aber noch einige weitere gebaut werden in den nächsten Jahren. Das ein anderes Beispiel noch ganz kurz, ich will es nur ganz kurz anschneiden, ist Red Plus. Ich weiß nicht, ob das allen was sagt. Da geht es um Waldschutz, kommerziellen Waldschutz. Das ist auch ein Marktmechanismus, funktioniert so ähnlich wie CDM und wird gerade in Honduras flächendeckend durchgesetzt. Also soll es in den nächsten Jahren dazu führen, dass die Wälder in Honduras geschützt werden, dadurch, dass sie dann dadurch, dass sie Zahlungen bekommen, dadurch, dass also die Besitzer würden dann Geld dafür gezahlt bekommen,
dass sie den Wald nicht abholzen. Letztendlich gibt es auch in diesem Prozess in Honduras, in diesem Red Plus Prozess, sehr viele Unregelmäßigkeiten. Ich kürze das jetzt total ab. Also die indigenen Bewegungen, die da mit beteiligt sind an dem Prozess, wurden ziemlich rausgedrängt aus dem Prozess, konnten kaum ihre Meinung kundtun und einige Bewegungen waren auch absichtlich draußen, wie zum Beispiel Kupin, und haben gesagt, nein, wir lehnen Red Plus ab, weil wir wissen nicht, wer wird dann das Geld bezahlt bekommen, wer sind denn diese Besitzer von dem Wald, weil die große Mehrheit der Waldfläche liegt in indigenem Territorium in Honduras. Der offizielle Besitzer ist aber der Staat. Das heißt, bekommt dann der Staat das Einkommen? Werden die indigenen Völker letztendlich vielleicht eingeschränkt im Zugang zu Land? Weil der Wald muss ja bemessen werden, es muss ja alles reguliert sein, es muss ja klar sein, wie viel CO2 der Wald aufnimmt. Das heißt, wenn jetzt da die Leute auf einmal kommen und Feuerholz sammeln oder irgendwie für ihre Brachen, Subsistenzproduktion, bisschen Wald roden, dann wäre das nicht mehr, würde es nicht mehr diesen Berechnungen entsprechen. Und häufig führt das eben zur Einschränkung von den Rechten von indigenen Völkern oder auch einfach von am Land lebenden Personen, die vom Wald leben. Genau, zur Einschränkung. Ja, wir sehen also, diese grünen Projekte, die stehen nicht unbedingt im Widerspruch auch zu braunen, extraktivistischen Projekten wie Bergbau, der ja eben auch vorangetrieben wird, sondern ganz oft bedingen sie sich gegenseitig, ganz oft dienen die grünen Projekte als Legitimation für die schmutzigen Unternehmen, stellen ein grünes Image dar oder dienen dazu, dass die Emissionen weiter ausgestoßen werden können, dienen dazu, dass eine erhöhte Produktion von Energie dazu dienen kann, eben diesen imperialen Lebensstil, diese Produktionsweise oder die Ressourcenextraktion überhaupt zu ermöglichen. Und die grünen Projekte werden eben auch ganz oft genauso durchgesetzt wie die braunen Projekte, also wirklich mit den gleichen Strategien. Das war ein sehr aufschlussreiches Interview mit einer Unternehmerin, die sehr wichtig ist in dem erneuerbaren Energiesektor, die auch zufällig vorher schon ihre Erfahrungen in einem Bergbauunternehmen gesammelt hat und wo es wirklich, die mir sehr klar und deutlich gesagt hat, was ihre Strategien da sind. Genau.